Ja, servus zusammen zu diesem neuen Video. Und zwar möchte ich heute mal ein kleines Projekt hier starten. Wir haben ja hier in unserem Hof noch einige alte Paletten rumliegen, so Einwegpaletten, die man ja im besten Fall verschüren kann. Aber ich habe damit jetzt heute mal was vor. Und zwar möchte ich mir, wie ihr vielleicht schon öfters mal in irgendwelchen Hotels oder so gesehen habt, so einen Wegweiser bauen, wo wir die verschiedenen Urlaubsziele, an denen wir schon waren, mit der Entfernungsangabe praktisch, wo man sowas eben ja, selber bauen kann und sich dann in den Garten stellen kann. Ich habe seit kurzer Zeit eine Graviermaschine im Keller. Die möchte ich dafür auch ein bisschen benutzen, damit man die ja, Ortsangaben praktisch auf die Pfeile mit dem Graviergerät machen kann. Und die Schrift kann man dann mit Wetterschutzfarbe, beispielsweise mit weißer, ja, nachmalen oder nachfahren. Und ob das Ganze klappt und funktioniert, das seht ihr jetzt in diesem Video. Ich habe mir jetzt erstmal hier von den Paletten schon mal Bretter abgemacht. Die werde ich jetzt dann zuschneiden in eine Art Pfeilform mit der Stichsäge. Dann werden wir das Ganze mal abschleifen, damit die Bretter schön, ja, oder relativ glatt sind. Und dann werden wir das Ganze mit einer, ja, dunklen Lasur einmal lasieren und wetterfest machen. Dann werden wir das Ganze oder halt eben die Ortsnamen mit der Graviermaschine drauf gravieren. Und der letzte Schritt wird dann sein, mit weißer Wetterschutzfarbe die Schriften nachzumalen und das Ganze auf einen Holzbalken zu nageln oder zu schrauben, damit es eben ausschaut wie so ein typischer Wegweiser. Viel Spaß bei diesem Video. So, das war mal der erste Streich. Dann messen wir hier erstmal nach, wie lange wir die Pfeile ungefähr haben wollen. Ich mache sie jetzt mal nicht zu groß für den ersten Versuch. Ich würde mir hier so, ja, 50 cm mal als Anhaltspunkt nehmen und das Ganze dann hier eben in der spitzen Pfeilform anzeichnen. So, und auch das schneiden wir jetzt wieder mit der Stichsäge aus. Und schon haben wir hier den ersten Pfeil oder das erste Pfeilbrettchen soweit fertig. Und das machen wir jetzt insgesamt viermal. So, alle vier Pfeile sind jetzt soweit erstmal fertig. Und jetzt werden wir die Oberfläche einmal abschleifen. Das sieht natürlich hier bei diesem günstigen Palettenholz natürlich nicht so schön aus. Auch die ganzen Kanten hier nochmal ein bisschen brechen, damit es ein bisschen, ja, natürlicher, schöner ausschaut. So, ich benutze jetzt hier ein 60er Schleifpapier. Das war jetzt auf der Maschine noch drauf. Ist eigentlich völlig egal, was ihr da nehmt. Hauptsache nicht zu fein natürlich, sonst verstopfen diese Schleifporen zu schnell. Aber mit dem geht es wunderbar. Das werde ich euch jetzt einfach mal hier demonstrieren und alle vier Pfeile schleifen. So, der aktuelle Zwischenstand. Ich habe jetzt 6 dieser Pfeile mal gebaut. Soweit alle abgeschliffen, die Kanten gebrochen, damit das Ganze sauber aussieht. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir zur Graviermaschine gehen und dafür gehen wir einmal zu uns in den Keller. So, ich habe jetzt mal den ersten Pfeil hier in die Graviermaschine eingelegt und das Ganze angepasst. Und wie ihr hier am Computer schon seht, habe ich mir jetzt eine Schriftart von Dafont runtergeladen. Für den Eigenbedarf ist es ja soweit kein Problem. Wenn ihr das Ganze aber gewerblich nutzen wollt, müsst ihr darauf achten, dass die Schrift auch ja, gewerblich zugelassen ist. Genau, ich habe mir das Ganze jetzt mal hier auf dem Display bzw. hier auf der Vorlage ausgerichtet, die Schriftart. Die Entfernung übrigens, wie weit New York von unserem Wohnort weg ist, das kann man ganz einfach über eine Homepage hier nachschauen. Und zwar nennt sich das www.luftlinie.org. Und da muss man einfach nur eben seinen Wohnort angeben und den Zielort. Und dann spuckt einen oben links, das zeige ich jetzt aber allerdings nicht, spuckt einen das Programm
die genaue Entfernung aus. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, hier das Ganze einmal vorbereitet. Jetzt hat man hier bei dem Programm Lightburn die Möglichkeit, auf Rahmen zu drücken. Und wenn ich das jetzt mal mache, zeige ich euch gleichzeitig, was der Laser macht. Und zwar, er fährt einmal ganz sauber den Rahmen ab, der zu gravierenden Fläche. Nach diesem Rahmen habe ich jetzt praktisch den Holzpfeil ausgerichtet. Ja, und das Ganze lasse ich jetzt einfach mal gravieren. Und dann schauen wir mal, ob es was wird. Als nächstes Ziel habe ich jetzt hier die Malediven genommen, auch wieder mit der Kilometerangabe. So, jetzt im nächsten Schritt werden wir die Pfeile mit den eingravierten Ländern einmal für den Außenbereich haltbar machen oder eben versiegeln. Dafür haben wir uns hier in diesem Fall jetzt hier so eine Hybridlasur geholt im Farbton Nussbaum Dunkel. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera jetzt erkennen kann. Hat uns jetzt am besten eben gefallen. Wichtig ist, die Lasur, bevor ihr sie verwendet, einmal ordentlich durchzuschütteln, damit die ganzen Farbpigmente aufgewirbelt werden. Die setzen sich ja sonst immer unten im unteren Bereich der Dose ab. Und um dem eben vorzubeugen, einfach ordentlich mal schütteln das Ganze. Das ist jetzt der aktuelle Zwischenstand mit dem ersten Lasuranstrich. Das Ganze muss jetzt natürlich ein bisschen trocknen. Dann drehen wir die Pfeile um und lasieren natürlich auch die andere Seite, damit alles am Holz eben wettergeschützt ist und nichts aufquillen kann. So, die Pfeile sind jetzt soweit trocken. Und jetzt kommt der letzte Schritt. Und zwar haben wir uns hier eine Wetterschutzfarbe aus dem Baumarkt gekauft im Farbton Rheinweiß. Ich weiß nicht, ob man es hier auf der Kamera kennt. Vermutlich eher schlecht. Diese Farbe hat den Vorteil, dass sie wetterbeständig natürlich ist. Ist ja auch eine Wetterschutzfarbe. Dass sie geruchsarm ist und wasserverdünnbar für den Innen- und für den Außenbereich. Ja, die Farbe oder auch diese Farbdose hier wirklich ganz gut aufschütteln, bevor ihr sie verwendet, weil auch hier wieder setzt sich das Farbpigment unten im unteren Bereich der Dose ab und das wollen wir ja natürlich nicht, deswegen schütteln wir das Ganze jetzt mal richtig gut durch. Zum Bemalen haben wir uns jetzt hier einfach so kleine Künstlerpinsel genommen, die wir noch übrig hatten. Einmal hier so einen feinen Pinsel, um die äußeren Linien der Länder praktisch nachzufahren und einmal den etwas dickeren Pinsel, um das Ganze dann innen drin aufzufüllen.
alles ist jetzt schön getrocknet. Und als nächsten Schritt nehmen wir uns jetzt die Pfeile und legen sie einmal verkehrt herum in der richtigen Reihenfolge auf ein Stück Karton zum Beispiel. Und damit wir dann auf der Rückseite die Halterung oder die Latte befestigen können und die Schrauben reinschrauben können. Für den Versuch jetzt hier mal habe ich ja alle Holzteile quasi aus einer Einwegpalette genommen. Man kann das Ganze dann auch auf zum Beispiel ein Rundholz schrauben und die Pfeile dann immer etwas so versetzt anschrauben oder annageln. Da die Idee hinter dem Video jetzt aber ist, eben so einen Wegweiser aus einer Palette zu bauen, werde ich das natürlich jetzt auch nur Teile dieser Palette eben verwenden oder Teile, die so ähnlich sind. Ja, und das machen wir jetzt mal. Also praktisch so habt ihr den Pfeil und den drehen wir jetzt einmal spiegelverkehrt, legen wir den hier her. Dann haben wir einmal den nächsten Pfeil, den legen wir auch wieder spiegelverkehrt her. Ein bisschen Abstand das Ganze. Hier haben wir Dubai. Ungefähr den gleichen Abstand nehmen, muss nicht hundertprozentig sein, soll ja auch etwas natürlich ausschauen das Ganze. Dann legen wir einmal unsere Halterung ungefähr mittig drauf. Die darf auch ruhig oben ein bisschen hochstehen. Wichtig ist natürlich hierbei, Schrauben zu verwenden, die sowohl durch den Stab als auch durch die Pfeile gehen. Ich meine, das ist relativ selbsterklärend. Die hier müssten so ziemlich passen. So. Schon. Ich werde jetzt den Wegweiser außen in einen Blumentopf stecken, in einen etwas größeren, und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem fertigen Ergebnis. So, das kleine Wegweiser Do-It-Yourself Wochenendprojekt ist abgeschlossen. Wie ihr seht, habe ich das Ganze jetzt hier an einer Latte befestigt und hier unten erstmal provisorisch in so einen Blumentopf gesteckt. Das wird natürlich dann später in unserem Garten einen Platz finden. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig, und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Do-It-Yourself-Video wieder. Macht's gut, ciao und servus.